ist es dann nicht ganz so leicht. Aber oftmals auf der anderen Seite ist es dann auch so, wenn man dann mal ein Spiel gewinnt, das ist dann oft so der 14. Deswegen hat es mich auch gewundert, dass Marcelo in der Hinrunde da, glaube ich, verloren, oder? Marcelo hat in der Hinrunde verloren. Genau, das hat mich eigentlich gewundert, weil Plete hat ein bisschen Probleme. Apollonia war derjenige, der gegen Marcelo dran glauben musste. Das war dieser eine Sieg in dieser Saison. Muss er auch machen, weil Pleter, man sieht es ja im ganzen Satz, der geht fast immer mit Rückhand hin. Ja. Weil sein Vorn. Sehr gut, super platziert. Sieht man gerade, da sieht man auch ein bisschen, dass er nicht so viel Selbstvertrauen hat. Da muss er auf jeden Fall was machen. Aber trotzdem. Vielleicht nochmal das ein oder andere Jahr nochmal erste Liga, wieso nicht? Sag niemals. Auch halblang wieder. Das ist dann eher mehr im Kopf. Fehlt tatsächlich jetzt bei der Vorhand, bei den letzten Bällen, da fehlt ein Ticks Handgelenk. Die gehen zu gerade raus. Deswegen hat er auch keinen richtigen Bogen im Ball. Tolle Winkel, die wir hier sehen. Unfassbar. Wahnsinn. Wenn jetzt hier doch nur Leute wären. Unglaublich. Super Ballwechsel in Bremen. Und das vor allem bei 11-11. Aber auch Wahnsinn, was Christian Pletea da noch ausgräbt. An beiden Seiten tiefe Höhe, springt höher ab und Kante. Super. Also das war erwähnt, ein kleiner Podcast-Tipp. Das Rauschen im Walde, da ist nämlich die Ballonabwehrspieler viel schwerer, als wenn immer nur harte Schüsse kommen. Das sind zu viele. Das ist zu viel. Marcelo hat zu viele Einwahlfehler gemacht in dem Satz. Kommt gar kein Ballwechsel mehr zustande. Ja, gerade wenn am drei, vier Spiele am Stück verliert, dann setzt sich das fest im Kopf. Das ist immer so. Ja, und wieder da gepunktet. Wird insgesamt recht viel lang aufgespielt. Das ist wieder dann dieser Ball. Boah, schöner Ball von. Wenn du dann zum fünften Satz wieder an den Tisch gehst, ist dir dann irgendwie immer gleich der erste Punkt. Einfach, dass man auch immer gleich ins Spiel geht. Egal, ob das ein Weg nochmal aufs Klo ist. Vorm Spiel. Das immer noch so im Kopf, dass Timo Boll mal gesagt hat, er denkt dann irgendwie an so eine Blumenwiese oder sonst was, ne? Hätte ja sein können, dass du auch sowas hast. Also ich habe... Christian Pletea wirft den Schläger. Schlägerwurf, ja. Gelbe Karte. Trainer wollte auch gerade eine Timeout nehmen. Ja. Und hat ihn zurückgewunken. Warte gleich, schauen wir den Ballwechsel an. Ja. Ist vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt, genau jetzt über Mantra zu sprechen. Können wir vielleicht gleich nochmal aufnehmen? Ja, wenn er den Punkt nicht macht, dann wird die Timeout wahrscheinlich kommen. Christian Pletea bei 5-8. Ja, jetzt war Martin Schwamm. Das ist aber auch wieder fair. Bälle. Gleich 3-4, die er da liegen lässt. Der ist es jetzt aber. Marcelo Aguirre holt sich seinen zweiten Saisonsieg, nachdem er Thiago Apollonia zwischendurch mal schlagen konnte. Gewinnt er jetzt